Rintarolykan, also wer sich solche Namen ausdenkt, und seine Leute etwa wieder aufgetaucht. Ich kann mich um sie kümmern, wenn du willst. Ach, das kann ich auch machen. Vielen Dank. Das ist nicht nötig. Jameson wollte einfach nur wissen, wer dieser Rintarolykan ist. Jetzt muss ich wieder zu dem zurück. Ach, Mann. Naja, also der Anfang, wie ich euch schon gesagt habe, der Anfang ist immer nicht so doll. Noch dich. Also ich sag mal, wenn wir dann eine Gruppe oder eine Gilde haben, da warte ich ja immer noch, bis irgendwelche mal Zuschriften kommen. Ich meine, ich weiß, dass es vielleicht nicht unbedingt das beste Let's Play ist. Es gibt auch bestimmt hier zu dem Spiel als Full Story viele gute Let's Plays. Aber ich hoffe doch, vielleicht guckt es sich der eine oder andere an. Und gibt mir vielleicht auch vielleicht ein paar Hinweise, wie ich das eine oder andere besser machen kann. Und vielleicht können wir dann gemeinsam spielen. Da kann ich auch mehr Sachen mit einbeziehen und es wird vielleicht auch da oder ein bisschen lustiger. Aber ja, werden wir mal sehen, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ich meine, ich habe jetzt da oder hier und da immer mal 10 Zuschauer bei dem einen Folge. Das reicht mir auch. Vielleicht entwickelt sich ja das wirklich noch und es wird ein bisschen actionreicher. Mal sehen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das überhaupt noch geht, wie lange ich Lust habe, das zu machen. Und ob die Zeit dann überhaupt noch dazu reicht. Aber okay, jetzt erstmal. Jetzt wollen wir hier erstmal wieder die Quest weitermachen. Konntest du etwas über diesen Rintarolykan rausfinden? Vielleicht wird das auch ganz anders ausgesprochen. Also ich, so wie ich das hier lese, breche ich mir auf jeden Fall immer mal wieder die Zunge, wie ihr schon festgestellt habt. Rintarolykan ist der Hauptmann einer Räuberbande. Das ergibt Sinn, wenn er und seine Männer in Werfe verwandelt worden, hat er als sicher niemand mitbekommen. Wer vermisst schon eine Räuberbande? Dieser Kuyo, den du erwähnt hast, ich kann mir gut vorstellen, dass ihm und seinen Leuten das gleiche Schicksal widerfahren ist wie Rintarolykans Bande. Kennst du das anonyme Grab südwestlich des Kunis-Vorports? Einige Arbeiter haben da nach antiken Statuen gegraben. Die Dorfbewohner munkeln, dass sie von einem mutierten Monster angegriffen und vertrieben wurden. Payan wusste schon länger von dieser Sache, aber er hat mal wieder nichts unternommen. Er hat die Ausgrabung einfach für beendet erklärt und die Arbeiter zu den Aufräumarbeiten auf den Feldern geschickt. Ich habe einen den Arbeiter an den Kunis-Vorposten bestellt, um herauszufinden, was beim anonymen Grab geschehen ist. Sein Name ist Rupef. Um ehrlich zu sein, fürchte ich, dass es sich bei dem Monster um Kuyo handeln konnte. Du musst unbedingt Stillschweigen bewahren. Die Dorfbewohner dürfen nichts von dem mutierten Werwolf mitkriegen. Eine Panik ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Na klar, auf mich kannst du dich verlassen. Immer doch. Na, die unterhalten sich über irgendwas. Was sagt Marit? Alle zu mir! Da will uns wieder. Ah, Rupes. Hier haben wir den. Rupe. Zu tun. Diese Gestalt, ich weiß auch nicht, wie ich es schreiben soll. Ich hatte das Gefühl, sie ist von einer Aura des Tones umgeben. Ach, der spricht gar nicht mit mir. Du kommst von Jameson? Interessiert sich also doch noch jemand dafür, was beim anonymen Grab passiert ist? Ja, ich auch so ein bisschen. Ich erzähle dir, was geschehen ist. Meine Gefährten und ich waren gerade dabei, eine der antiken Statuen auszugraben, als plötzlich das Unwetter losbrach. 3 Tage lang harrten wir bei Sturm und Regen aus. Immer in der Hoffnung, dass uns jemand retten würde, doch es kam niemand. Als das Unwetter endlich vorüber war, mussten wir feststellen, dass die ganze Ausgrabungsstätte verwüstet war.
Aber wir waren froh, wenigstens mit dem Leben davon gekommen zu sein. Wir wollten gerade zum Kundesvorpost zurückkehren, als plötzlich Kuyo und seine Männer auftauchten. Sie haben all unsere Werkzeuge an sich genommen und sogar die Statue weggeschafft. Wenigstens haben sie die uns nichts zuleide getan. Oh, wir haben auf... Oh nee, jetzt gerade keine Lust. Hallo, lange nicht gesehen. Ach, das stimmt. Wenn unsere Aufgabe hier getan ist, werden meine Kollegen und ich wieder nach Tivara zurückkehren. Dort hat der Verwaltungsmarschall Willy Wonka. War wahrscheinlich eine Anlehnung an Willy Wonka. Das Kommando von ihnen halte ich mehr als von diesem General Parion. Werden wir sehen. Ich habe jetzt erstmal mit Jameson zu tun. Lass mich in Ruhe! Ja, wissen wir doch schon. Du bist wieder da, hast du etwas herausgefunden? Ja, also einen unfreundlichen Kerl wie dir will ich das eigentlich nicht erzählen. Die Arbeiter beim anonymen Graben wurden von Kuyo und seiner Bande überfallen. Die Kerle waren aber nicht in Werwölfe verwandelt. Und dann diese mysteriöse Gestalt bei der Brücke. Ich frage mich, ob sie etwas mit Kuyo und seinen Leuten zu tun hat. Schließlich ist sie in Richtung anonymes Grab verschwunden. Du sollst jetzt zum anonymen Grab gehen. Vielleicht kannst du dort etwas über diese rätselhafte Gestalt in Erfahrung bringen. Ja, denke ich schon, dass wir das machen könnten. So, und ja, das Ganze machen wir dann beim nächsten Mal. Dann tschüssi!